Mit dieser wunderbar entspannten Musik begrüße ich euch zu Dorfromantik. Ein kleines Indie-Spiel, das gerade erst am 25.03. rausgekommen ist, entwickelt von Tucana Interactive. Eine kleine Firma, die gegründet wurde von vier Studenten, die man hier aufgelistet sieht, entwickelt von Luca Langenberg, Timo Falke, Sandro Heuberger und Zvi Zautsch. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Inzwischen in der Vollversion auch mit musikalischer Untermalung dank Larissa Okada und Soundeffekten sowie auch teilweise Musik von Pygo Skellis. Schlagt mich nicht, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel möchte ich heute mit euch mal ein bisschen ausprobieren. Ich selber kenne es schon aus der Demo-Variante. Es gab vorher eine kleine Demo-Phase. Und ja, ich muss gestehen, ich habe mich ziemlich festgespielt. Dieses Spiel hatte einen kleinen Suchtfaktor, schon mal diese Warnung vorweg. Aber das zeige ich euch mal direkt. Wir starten mal in den klassischen Modus, den Kreativmodus wird es erst später geben. Und da ich nicht sonderlich gescheit bin mit dem Erklären, lassen wir das Tutorial einmal sprechen. Halte die linke Maus gedrückt für die Kamera. Okay. Die rechte Maus, um die Kamera zu rotieren. Okay, das hat sich nicht großartig geändert. Das war in der Demo auch schon so. Zoomen können wir mit dem Mausrad. Ah, und hier sieht man es auch schon, was ich vorhin erwähnt habe oder auch schon angedeutet habe. Es ist ein kleines Aufbausimulationsspiel. Falls ich es schon erwähnt hatte, ich bin mir gerade nicht sicher. man kriegt so kleine Plättchen oder Kärtchen werden sie hier unten genannt, die man nach Belieben, also man kann ja auch nach Ästhetik gehen, mit den anderen Feldern verbinden kann oder man jagt Punkte. Man kann hier nämlich einen Highscore aufstellen, indem man möglichst passend die Felder aneinander baut. Sprich, hier geht das jetzt gerade nicht. Wir haben hier nämlich ein komplettes Wiesenfeld und haben jetzt hier ein Feld mit 1, 2, 3 Feldern Getreide und jeweils gegenüberliegend 3 Felder Wald. Das heißt, wir haben kein Wiesenstück, das wir jetzt hier mit anfügen können. Das heißt, an der Wiese grenzt jetzt direkt ein Wald. Das habe ich gerade jetzt schon gemacht. Ich hatte jetzt übers Mausrad schon gescrollt, also rotiert das Objekt. Hier sieht man auch schön, wie der Wald weitergeht. Denn wir können jetzt hier den Wald theoretisch fortsetzen. Hier haben wir jetzt das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wir haben jetzt hier ein Wiesenstück und ein Waldstück und können jetzt passend ansetzen. Und hiernach würden wir dann auch Punkte geben. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es 10 Punkte für jedes angrenzende Feld, das zueinander passt. Das heißt, hier wären das schon 20 Punkte. Mehr wäre jetzt hier auch erstmal nicht möglich bei 3 Teilen. Also machen wir das mal direkt. Wir haben hier unten auch schon eine kleine Mission bekommen. Die gibt es nebenbei auch und die sind normalerweise hier auf diesen Gebieten, die die Mission im Grunde vergeben, mit angezeigt. Hier ist es jetzt unten in Textform. Wir sollen einen Wald formen, der aus 5 Kärtchen besteht. Hier haben wir Wiese und Wald aneinander. Könnten wir theoretisch so weitermachen und auch unser Getreidefeld in dieser Ausrichtung weiter fortführen. Das wird ein sehr schlangenähnlicher Wald. Obwohl, wenn er hier die Wiese umschließt, haben wir dann eine große Lichtung. Das könnte auch interessant werden. Jetzt wird schon heikler. Okay, wir haben eine Wiese, jede Menge Wald, ein Getreide und ein Häuschen. Hier hinten würden wir dann ein neues Getreidefeld aufmachen. Gefällt mir nicht so mitten in dem Wald. Wenn ich jetzt nach Ästhetik gehen würde, würde ich das nicht tun. Oder wir machen das hier hin, aber genau dasselbe Prinzip. Dann wäre ein Getreidestück mitten im Nirvana. Also was heißt im Nirvana? Mitten im Wald. Ist ja erstmal Tutorial. Wir machen das erstmal hier hin. So. Jetzt sieht man es auch schon. Wir haben einen begrenzten Stapel an Plättchen, also aktuell noch begrenzt, in der Form, dass sich irgendwann diese Plättchen hier aufbrauchen, wenn wir keine Missionen erfüllen. Erfüllte Missionen geben uns dann neue Plättchen wieder. Und das hier passt doch perfekt.
Ja, gut. Ein Häuschen, eine Wiese und Wald. Schade, der Wald kommt uns jetzt ein bisschen in die Quere. Ästhetisch natürlich auch recht hübsch, so zwei kleine Waldhäuser. Aber wir versuchen ja auch ein bisschen Punkte zu kriegen. Ich tendiere hierzu. Dann haben wir die Option, zu dem Getreidefeld da hinten eine Stadt aufzuziehen. Sprach's und wir kriegen Getreide und Wald. Einen Ticken zu früh für mich, leider. So weit war ich noch nicht. Wie ärgerlich. Machen wir erstmal hier hin. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel kein passendes Stück. Hier grenzt jetzt Wald an Wiese. Das würde später dann keine Punkte geben. So, wir sollen jetzt mindestens 9 Getreidefelder zusammenfügen. Es können auch mehr sein, wie das Plus-Symbol auch zeigt. Und hier sieht man auch über der Stadt ein Missionsziel. 5 oder mehr Häuser sollen hier zusammenkommen. Ich mach das mal hier hinten hin, denn hier würden wir theoretisch später, wenn es nach Punkten geht, 30 Punkte kriegen. 2 passende Wiesenstückchen und eine Stadt. Oder aktuell noch ein Dorf. Es ist ja noch etwas klein. Hier würde ich den Wald so setzen wollen. Haben wir die Option, ihn noch zu vergrößern. Man darf natürlich die Mission nicht aus den Augen verlieren, sonst hat man hier wirklich irgendwann in diesem Stapel keine Plättchen mehr. Aber das Getreidefeld jetzt hier fortzuführen, gefällt mir eigentlich nicht. Machen wir mal hier. So. Das ist doch schon eher ein Teilchen, das wir gebrauchen können. Sehr schön. Was fangen wir denn jetzt mit dir an? Wir könnten hier eine große Stadt aufziehen. Ja, machen wir. Wieder ein Getreide- und Stadtteilchen. Und da passiert es tatsächlich auch schon. Ich verliere die Mission hier hinten aus den Augen. Ich muss aufpassen. Aber so richtig, ich möchte eigentlich hier keinen Wald haben. Mitten in der Stadt. Aber gut, für die Mission machen wir das einmal. Ah, und da haben wir auch eine Windmühle, die passt doch perfekt hier hin. Wieder eine Mission, sehr gut. Stapelt sich hier langsam, schließe die Gruppe für Bonuspunkte. Ach, herrje, unser riesiges Getreidefeld sollen wir auch noch schließen. Das könnte dauern. Oh, das ist neu mit dem Fähnchen hier. Soll vermutlich zeigen, dass wir hier eine Mission abgeschlossen haben. Haben wir dann in der Stadt auch ein Fähnchen? Nee. Ach so. Okay, das Fähnchen markiert im Grunde nur diese Mission, dass das hier gemeint ist. Diese Gruppe soll geschlossen werden. Alles klar. Ist doch ein bisschen anders zur Demo. Da gab es noch nicht so viele Missionen. Ich mache das Feld jetzt noch größer. Wir sollen es eigentlich schließen, aber ich mache es noch größer. Sehr schlau. Oder auch nicht. Vermutlich nicht. Wir sollen es schließen. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger nach Punkten. Hier ist auch ein kleines Städtchen mitten auf dem Felde. Machen wir mal so rum. Das ist ja auch erstmal Tutorial, die Ästhetik kommt dann später, beziehungsweise die Punktzahl. Ich tendiere hierzu, glaube ich. Aber wo ein einzelnes Häuschen mitten auf dem Feld, hier passt es besser. Hier kann der Bauer einfach mal rüberflitzen und seinen Nachbarn besuchen. Dann brauchen wir jetzt aber hier auch ein Verbindungsstück. Das Spiel hat's gewusst. Sehr gut. Machen wir es so rum. Sehr gut. Achso, nur im Tutorial werden sie markiert. Alles klar. Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel keine Schiene hinsetzen.
weil sonst die Schiene direkt im Nirgendwo enden würde. Und für so einen Fall gibt es spezielle Endstücke. Aber wir können es jetzt nicht einfach so platzieren und es damit dicht machen. Dasselbe Prinzip haben wir jetzt auch mit dem Fluss. Hier wird uns direkt angezeigt, wo der Fluss eben nicht mehr hingesetzt werden kann, weil er sonst abrupt enden würde. Einen Fluss versuche ich nach Möglichkeit immer von den Schienen fernzuhalten. Die beiden sind schwierig zusammen. Die haben eine schwierige Beziehung. Natürlich gibt es dann solch fiese Stücke, die einen zwingen, die beiden zusammenzubauen. Ich hätte auf die Vorschau gucken sollen. Man kann hier drüben ja sehen oder schon erahnen, was die kommenden Teile sind. Die kommenden zwei. Oder in dem Fall das, was wir aktiv benutzen. Hier würde es passen, aber die Gleise führen direkt in die Stadt. Das gefällt mir nicht. Ah, jetzt geht es nach Punkten. Jetzt wollen sie, dass wir Punkte sammeln. Wir hatten vorhin schon so viele Möglichkeiten, Punkte zu kriegen, Freunde. Na gut, sammeln wir Punkte. Hier. Sehr gut. Wir haben jetzt 30 Punkte bekommen. Weil Baumfeld an Baumfeld, Getreide an Getreide und Getreide an Getreide. Hat wunderbar gepasst. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber Getreide und hier geht das Wasser noch weiter, ist ein bisschen ungünstig. Hier können wir anschließen. Ja, wieder 30 Punkte. Sehr gut. Wir steigern uns. Jetzt wird es aber heikel. Riesengetreide mit kleinen Bäumchen. Hier kriegen wir einen Punkt Abzug, weil hier Wiese an Getreide grenzt. Also einmal 10 Punkte Abzug, sonst wären es hier 40 geworden. Wir haben die Windmühle freigeschalten. Die haben wir jetzt vermutlich. Hier unten ist sie ja eigentlich schon. Jetzt nur fürs Tutorial hier direkt schon bekommen, aber jetzt auch fürs Spiel dauerhaft. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ab ins richtige Spiel. Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt geht's nach Punkten und wir bekommen. Nein, wir bekommen auch direkt schon ein Stück, was nirgendwo ranpasst, also wo es nirgendwo Punkte gibt. Dann starten wir einfach so. Den Wald halten wir erstmal vom Dorf getrennt. Eine Waldlichtung. Das Teil ist, glaube ich, auch neu. Also hier so eine Leerfläche, genau in der Mitte. Aha! Gleich mal zwei Missionen abgeschlossen. Wie cool! Oh nein! Nein, hätte ich den Wald nach oben. Ah, Fluch! Ich habe mal wieder nicht hingeguckt. Aber gut, so geht's auch. 30 Punkte. Sehr gut. Hier haben wir Wiese und Wald und da fängt Getreide an, aber leider ein Hüttchen. Könnten hier gucken, dass wir vielleicht ein Getreidefeld nochmal mit einer Hütte kriegen ohne Wald. Aber spekulieren war noch nie gut für mich. Das geht meistens schief. Also gehen wir mal safe und versuchen hier vielleicht ein neues Dorf zu gründen. Hier bleiben wir mal dabei, dass links der Wald weiter wächst. Was? Keine Punkte? Wieso keine Punkte? Das ist doch ein volles Stadtfeld. Ach, nein! Ich habe nicht drauf geachtet. Das hier ist zwar ein volles Stadtfeld, aber das hier nicht. Hier ist ein Wiesenstück. Wie gemein! Gewieft! Ich bin drauf reingefallen. Machen wir jetzt hier Getreide weiter. Engen wir dieses Hütchen hier ein bisschen ein. War das vorher auch schon mit den Vögeln? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass das in der Demo auch schon war. Schönes kleines Detail. Macht das alles ein bisschen lebendiger? Nee, hier wollte ich ja komplett den Wald weiterführen. Ach, Ästhetik und Punkte zusammenzukriegen, ist schon eine Herausforderung. Nee, hier machen wir ein großes Dorf. Tja, dann engen wir mal das Hütchen hier doch ein. Schade. Und hier könnten wir einen Förster hinsetzen für unsere Stadt da hinten.
Auch keine schlechte Idee. Kriegen wir nur nicht die vollen Punkte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da gibt es dann nur 30 Punkte für den angrenzenden Wald und zwei Wiesenstückchen. Oder wir setzen den Förster hier hin. Beziehungsweise, ja, Förster in dem Fall ist es dann nicht mehr. Dann ist es einfach nur eine Hütte abseits der Stadt. Na gut, probieren wir es mal. Hat doch schon eine gewisse Herausforderung, dieses Spiel. Heikel. Riskiere ich jetzt hier, müssten wir dann entweder nur Getreide und eine Hütte haben. Jedenfalls auf den drei Seiten. Oder Wiese, Hütte und Getreide. Aber die Wahrscheinlichkeit für drei Teile passend zusammen ist schon nicht mehr ganz so hoch, wenn man die Teile jetzt nicht unbedingt auswendig kann. Und ich kann sie nicht auswendig. Wir machen mal hier. Gibt leider nur weniger Punkte, weil man ja immer nur ein angrenzendes Feld bedeckt. Und da kommen die Schienen. Oh Gott. Oh, und auch noch so viele. Wir haben danach eine Hütte mit Schienen. Und einen Wald. Wenn wir hier das Waldstück haben und das gerade Stück der Gleise hier, könnten wir hier eine Kurve hinsetzen. Ich mache das mal, auch wenn es jetzt hier keine Punkte bringt. Wird doch ein bisschen Ästhetik. So. Dann haben wir hier einmal durch den Ort ein paar Schienen durchgeführt. Und nein, Fluch. Ah, Fluch. So könnte es gehen. Ist die Hütte nur ein bisschen ausgegrenzt. Und einen See. Wo wollen wir einen Waldsee setzen? Hier so? Oder hier? Das macht mehr Sinn. Eigentlich macht das hier mehr Sinn, ne? Nah am Getreide, das Gewässer. Interessantes Detail. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Moment, ich setze es mal. Oh, das gab es vorher, glaube ich, nicht mit den Seerosen und dem Schilf. Wie schön! Diese kleinen Details. Oh Mann. Hatte ich ja im Tutorial schon gesagt. Fluss und Gleis ist unschön. Und auch noch so dicht beieinander. Wenn ich das hier mache, führt unser Gleis hier rein. Und wir brauchen definitiv eine Kurve, um hier wieder rauszukommen. Also eine scharfe Kurve. Gewagt. Aber dasselbe würde uns mit dem Fluss passieren. Und hier ist es noch schlimmer. Wobei, hier könnten wir es schaffen. Ich setze mal dahin. Ah, ich habe auf das nächste Stück wieder nicht geguckt. Ah. Wir hätten also hier ein Gleisstück. Nee, hier hätten wir es nicht setzen können, weil es endet ja dann hier. Aber hier hätten wir es hinsetzen können. Dann hätte uns hier nur noch eine Kurve gefehlt. Ich mache das mal so rum, damit wir uns hier den Wald nicht zu sehr zubauen. Ah, sehr schön. Aber wir machen das mal so rum, auch wenn jetzt hier wieder ein Waldstück da dran ist. Oder wir machen das so. Ne, da haben wir definitiv Häuser. Machen wir es so rum. Okay. Wir dürfen auch die Mission nicht aus den Augen verlieren. So langsam gehen uns die Plättchen aus. Und wir brauchen ja Plättchen, damit das Ganze hier weitergehen kann. Angrenzender Wald mitten im Getreidefeld. Mann! Na schön, weil du es bist. Das ist nicht übel. Hier können wir das Gewässer mal von dem Gleisen fernhalten. Keine schlechte Idee. Hier haben wir jede Menge Wald, der von unserem Getreide umschlossen wird. Sehr gut. Jetzt haben wir Plättchen dazugekriegt. So langsam
baut sich der Stapel wieder auf. Hier würden wir das kleine Wäldchen gänzlich umschließen und eröffnen uns aber die Möglichkeit, das Getreide in zwei Richtungen auszuarbeiten. Das passt doch perfekt hierhin, auch wenn natürlich jetzt wieder Wald Richtung Getreide geht. Können wir das irgendwo noch anders machen? Hier. Aber baut uns dann das Gewässer ein bisschen zu. Hier fehlt. Hier müsste noch eine Hütte stehen, dann wäre es perfekt. Ah, wie machen wir das? Ich glaube, hier ist doch. Ja, wir machen das mal hier. Rein punktetechnisch macht das Sinn, auch wenn es ästhetisch. Naja. Mach mal hier hinten noch ein Dorf auf. Wäre ja noch eine Option. Das könnte man glatt machen. Hier hin oder hier? Wir haben natürlich jetzt noch Getreide, das es dann noch zu schließen gilt. Ich glaube, hier haben wir bessere Optionen. Ah, da kommt wieder die wunderschöne Musik. Das Spiel zwingt einen wirklich, diese Gleisteile zu verwenden. Traue mich das immer nicht, aber gucken wir mal, ob wir die Mission auch schaffen. 8 Stück oder mehr? Hier geht es schon wieder aufs Wasser zu. Das gefällt mir so gar nicht. Also gehen wir hier lang. Könnten wir? Ah, das schließt allerdings unser Getreide ein bisschen ein. Oder wir müssen ein neues Getreidefeld aufmachen. Es fällt mir aber, weil hier die Gleise lang gehen. Ich setze mal hier hin. So ein kleines Wäldchen zwischen den zwei Ortschaften kann ja nicht schaden. Wir haben ein Kurvenstück. Sehr gut. Nutzen wir es hier oder? Ach nee, hier können wir es nicht nutzen. Hier könnten wir es von Ort wegführen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Hier gibt es das gerade Stück. Wir könnten ja noch ein bisschen pokern. Vielleicht kriegen wir noch ein Gleisstück, was hier ein bisschen mehr noch Stadt mit anbietet. Also gehen wir erstmal hier lang, weg vom Wasser. Wir haben perfekt bekommen. Dieses Feld ist einmal perfekt umschlossen. Sehr gut. Hier bauen wir uns den Förster wieder ein bisschen ein. Ach nein! Es passt nicht. Hier würde es passen. Dann machen wir es dahin. Ah, 2 Getreidefelder wären natürlich besser gewesen. Das Spiel möchte unbedingt, dass wir Wald und Getreide zusammenpacken. Hab ich so das Gefühl. Machen wir mal hier zu. Und wieder ein Perfekt für dieses Stück. Sehr schön. Oh, ich mag die Freiheit hier einfach so zu bauen, ohne dass irgendwann komplett Schluss ist. In der Demo war es nämlich damals so, dass man, ich glaube, in der ersten Demo auf 75 Teile hier unten begrenzt war. Es hat sich auch nicht erweitert. Also man durfte nur maximal 75 Teile sitzen. Und in der zweiten Demo später kam dann, ich glaube, es ist auf 85. Aber hier haben wir quasi Open End, sofern wir natürlich den Stapel an sich berücksichtigen, dass er sich nicht zu sehr abbaut. Das wäre auch mal interessant. Ein Wendekreis? Verlockendes Angebot, aber dann
müssen wir das hier irgendwie zukriegen. Ich hatte hier eigentlich auf eine scharfe Kurve gehofft, ohne dieses Endstück hier, dass es hier noch weitergeht, aber wir probieren es mal. Probieren geht über Studieren. Oh, oh, das ist gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Wir bräuchten sonst definitiv eine Kurve hier rüber oder eine Kurve hier rüber. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen. Ich bin nicht so ein Freund von Gleisen einbauen. Aber hier hinten gefällt es mir auch nicht. Es ist ein Risiko. Und wir gehen es ein. So. Ein Häuschen, umrahmt von Gleisen. Uiuiuiui. Hier würde es auch gehen, allerdings bauen wir uns dann definitiv ein. Das ist zu gefährlich. Das riskiere ich gar nicht. So, wir probieren das hier. Ah, jetzt haben wir ein sehr großes Waldstück, 70 oder mehr. Das setzen wir doch gleich mal hier hinten hin. Da fehlen uns dann nur noch 19. Getreide, Wäldchen, Haus und Getreide. Ich muss der Stadt hier hinten natürlich auch noch ein Getreidefeld geben. Die verhungern mir sonst. Also optisch gesprochen, sie werden nicht wirklich verhungern. Oder wir ziehen das Getreidefeld hier mit rüber. Aber das engt den Wald ziemlich ein und wir müssen noch 15 Teile daran bauen. Es ist tatsächlich... sehr viel perfekt bekommen. Tatsächlich doch, man unterschätzt das am Anfang, glaube ich. Man denkt sich so, ästhetisches Bauen, ein bisschen Entspannungsmusik dazu. Es wird doch ganz chillig. Und dann kommen solche Herausforderungen. Gefällt mir aber auch nicht so. Ich hätte hier gerne noch das Wäldchen weitergemacht. Und das schränkt mich hier bei dem Gleisstück zu sehr ein. Das riskiere ich lieber nicht. Ach, schwierig, schwierig. Oder wir machen das einfach mal. Nein, da haben wir jetzt ein Waldstück mit Häusern. Wie gemein. Was hätte ich jetzt ein Feld früher gebrauchen können? Moment, mal kurz drehen. Das könnte funktionieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir entweder die Häuser oder den Wald nicht zu sehr einengen. Wobei das hier auch funktioniert. Gibt uns aber, glaube ich, einen Punkt weniger, oder? Hier haben wir drei richtige Seiten. Alles korrekt ausgerichtet. Und hier nicht. Hier ist definitiv eins immer falsch. Entweder Wald an Wiese oder Haus an Wiese. Nehmen wir mal das. Hm. 135 Waldstückchen. Da verlangt das Spiel aber auch was von uns. Getreide, Haus und Fluss. Das schränkt natürlich die Optionen ein. Nein. Es würde passen. Nein. Es gibt, soweit ich weiß, kein Verbindungsstück für Gleis und Gewässer. Ach Mann. Aber es würde hier so perfekt hinpassen. Wir probieren es mal. Nee, können wir nicht. Es gibt ja kein Verbindungsstück. Das hier wird definitiv eine leere Fläche bleiben. Nein! Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Dann fangen wir hier lieber was Neues an. Hm.
Hier haben wir die lang ersehnte Kurve, allerdings ohne Stadt. Sehr gut. Jetzt haben wir Stadt und gerade, aber das geht hier leider nicht. Aber hier. Nur ein Wäldchen zu viel, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Eingebautes Getreidefeld im Wald. Risiko. Aber wir haben jetzt hier schon so viel riskiert. Oh, ist das... Passt das perfekt? Wow. Zwei Wiesenstücke haben wir. Und der Rest ist Wald. Oh, ein Doppelperfekt. Wie schön. Die Felsen da auf der Wiese sind aber auch neu. Die waren vorher nicht. So. Wiese und Stadt könnten wir hier hinsetzen, aber das engt unseren Wald ziemlich ein. Oder wir erweitern hier die Stadt oder machen hier weiter. Aber, nee, das riskieren wir nicht. Wir kommen da definitiv dann nur sehr schwer raus. Getreide und Haus. Aber leider das Waldstück. Ach, das Waldstück. Ein paar Bäumchen am See. Möchten Sie ein paar Bäumchen am See, meine Herren? Wir geben euch mal Bäumchen am See. Was? 185 plus? Das Spiel schenkt uns Chancen. Können wir nutzen, eine Mission abschließen. Aber dann noch 91 Teile daran bauen. Und hier dürfen wir uns nicht zu sehr einbauen. Dann mache ich mal besser hier hin. Oh, ein Wasserbahnhof? Was? Wie schön. Was ist denn ein Wasserbahnhof? Oh, da ist er auch gleich. Probieren wir den gleich mal aus. Ja, sieht recht hübsch aus, oder? Gucken wir mal vorher noch, bevor wir es setzen. Was haben wir hier? Nee, das passt nicht. Hier machen wir unser Dorf zu. Das wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier. So, Wasserbahnhof. Oh, natürlich, weil es ja ein Bahnhof, natürlich. Wir können einen Bahnhof abschließen. Hatten wir nicht hier irgendwo? Haben wir das schon gekonnt umschifft? Wir hatten doch hier irgendwo Gleis und Gewässer. Das war das hier, ne? Oh, da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Ich wusste gar nicht. Es gibt also... Oh, man kann also hier einen Wasserbahnhof setzen. Dann haben wir hier eine Wasserstadt. So, Uhrenausrichtung Richtung Stadt und einmal ein bisschen davon weg. Oder so rum. Ich glaube so rum, da haben wir mehr Seerosen und Schilf. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt haben wir natürlich ein Gewässerstück, was so gar nicht so zu unserem bisherigen Design passen möchte. Ich will jetzt hier auch eigentlich keinen Fluss anfangen. Aber hier hinten macht das auch keinen Sinn. Und hier ein Flussanfang ist gefährlich mit den Gleisen. Ach, Mensch. Das mit dem Wasserbahnhof, ich finde das so toll. Ach. Ein
bisschen eingeschränkt, was die Ausrichtung angeht. Ich setze mal hier hin. So. Ah, da könnten wir direkt die Mission abschließen, aber mag das nicht, dass die Häuser dann so eingequetscht sind und schon wieder ein Getreidefeld anfängt. Er flixt. Schon wieder ein Fluss mit Getreide. Das macht eigentlich so gar keinen Sinn, dass die Stadt hier einfach mal mittendrin so ein winzig kleines Getreidefeld hat. Hier könnten wir hinsetzen. Das wäre relativ ungefährlich. So. Gibt nicht viele Punkte, weil wir nur ein Stück angegrenzt haben, aber es passt wenigstens. Schon wieder ein Flussstück. Das Spiel will uns ärgern, habe ich das Gefühl. Nein! Oh, habe ich was? Ich habe die Mission nicht berücksichtigt, ne? 2 plus. Ist das nicht korrekt? Ach so. Ach so, weil wir es hier dicht machen. Wir müssen jetzt hier ein Flussstück hinsetzen, um die beiden zu verbinden. Dann ist es wieder legitim. Okay. Wir machen mal hier hin. Risiko, aber wir haben jetzt hier schon so einiges riskiert. Vielleicht funktioniert's. Die Getreidefelder sind alle schon zu groß. Ah, hier würden wir die Mission abschließen. Haha, ein Perfekt. Und, okay, die Gleise machen nicht so wirklich Sinn. Man kann ja auch hier rüberlaufen zum Ort. Oder wir machen die Kurve hier oben hin. Wir haben ja hier noch eine Mission. Machen wir mal hier hin. Ah, und da haben wir die Wasserkurve. Sehr gut. Ah, so langsam wird's doch. So langsam wird's. Sprach's und hat ein Teil, das nicht so richtig passen will. Hier wird's gehen. 20 Punkte. Ein paar Bäume zur Windmühle würden natürlich Sinn machen. Hier eher weniger. Boah. Oh, aber das würde Sinn machen. Allerdings auch wieder gewagt. Ich wollte hier ja eigentlich keinen Fluss lang führen. Wir machen dann mal das hier. Das fand ich einfach hübscher. Bringt nicht so viele Punkte, aber ich find's hübsch. Oh Gott, oh Gott. 235 Waldstücke? Hier, oder? Engt natürlich unseren Wald ziemlich ein und wir müssen noch sehr viele Waldteile zusammenfügen. Ah, missfällt mir. Könnten hier weitermachen? Oder hier? Das passt nicht so wirklich. Nee. Oh, wir könnten vereinzelte kleine Dekobäume in der Stadt. Auch nicht schlecht. Nein, das schließt die Stadt ab. Ah, ich darf die Mission wieder nicht aus den Augen verlieren. Ach, ich will gerade ein bisschen zu sehr auf Ästhetik gehen. Es gibt allerdings wenig Punkte für Ästhetik. Beziehungsweise, also es gibt schon ordentlich Punkte, aber beides im Blick zu behalten
wird schon schwieriger. Oh, wieder ein Perfekt. Und hier zwei Stadtmissionen zusammenzubauen, ist gewagt. Die eine will 24 und die andere will 20 plus. Könnte man versuchen. Allerdings macht der Wald hier keinen Sinn. Ah, hier macht aber Sinn. Jo, ist eigentlich hier sinnvoll. Dann haben wir hier noch ein kleines Wäldchen für die Windmühle. Oder wir machen das Wäldchen etwas versetzt. Grenzt aber unseren Fluss ziemlich ein. Da oben haben wir ein Wäldchen. Oh, oh, oh je, habe ich nicht berücksichtigt. Nein, hier führen ja noch Gleise lang. Uiuiui. Kriegen wir das noch hin? Ach, die Ausrichtung wäre perfekt. Aber wir würden die Mission leider nicht abschließen können. Es passiert dann nichts Schlimmes, aber wir kriegen dann halt nur keine Plättchen mehr für unseren Stapel. Jedenfalls nicht für diese Mission. Machen wir mal das. Ja. Und ein gerader Fluss. Wo können wir das denn gebrauchen? Hier. Hier können wir es gebrauchen. So. Haben wir hier 222 plus und was bedeutet das Fähnchen? Oder dieses Dreieck da? Das kenne ich noch nicht. Na, das baut uns ziemlich ein. Dann lieber hier, glaube ich. So, Stadt mit Gleisstück haben wir hier hinten. Jo. Und Getreide und Stadt. Getreide und Stadt, wo könnte das passen? Hier, oder? Ach nein, da schließen wir ja die Stadt ab. Da schließen wir die Stadt ab. Und ich darf die Mission auch nicht vergessen. Und hier ist die Stadt falsch ausgerichtet. Nochmal eine neue Stadt gründen? Ich weiß ja nicht. Schon wieder falsch ausgerichtet. Nein, alles genau falsch rum. So könnten wir es machen, aber dann haben wir Getreide am Fluss. Realistisch, aber schwierig. Dann würde ich sagen, setz mal hier hin. So, längliche Kurve. Längliche Kurve. Das macht sich hier ganz gut. Und schon wieder die Stadt abschließen. Nein, das haben wir nicht gewünscht und nicht bestellt. Gehen Sie bitte weg. Ah, ein Perfekt. Das geht runter wie über diese Mitteilung. Schon wieder falsch ausgerichtet. Stadt. Setzen wir dich hin. Das geht so nicht, das geht so nicht. Nein. Nein. Hier würden wir es wieder abschließen. Ich lerne nie draus, aber ich gucke immer wieder hin. Dann schließen wir mal hier das Getreidefeld ab. Das ist jetzt nicht ganz so schön gewesen, aber immerhin hatten wir Getreide und Wiese. Oh, ein Bahnhof. Aber hier brauchen wir ein Doppelteil. Ein Bahnhof in einem Ort. Welche Stadt möchte einen Bahnhof? Ich habe einen Bahnhof zu vergeben. Also, ein Endgleisstück. Möchte jemand einen Bahnhof? Ihr möchtet einen Bahnhof, das sehe ich doch. Bitteschön. Wald, Wiese und Getreide. Wald, Wiese und Getreide. Hier würde Wald und Wiese passen, allerdings das Getreide schon wieder. Hier haben wir Wald, Getreide. Perfekt.
Also für mich persönlich. Es war jetzt noch kein Perfekt. Ja, nein, ich probiere es immer wieder. Ich weiß, wir müssen da eigentlich ein großes Stadtstück hinsetzen, damit das dann abgeschlossen wird. Wir machen das hier hinten weiter. Ah, wobei, nein, wir haben ja hier ein Gleisstück. Das könnte eng werden, wenn wir das versuchen. Oder wir machen hier dicht. Dann machen wir hier dicht. Dann ist mit dem Getreidefeld hier Schluss. Und nein, hier nicht. Wir haben draus gelernt. Da ist Schluss. Wir führen mal in die Richtung ein neues Getreidefeld. Ah, perfekter Fluss. Eine große Stadt, sehr gut. Genau die brauchen wir hier. Oh, ein Doppelperfekt. Oh, und wir haben hier oben ja noch Zwischenmissionen, genau. Ein Highscore von 2500 Punkten haben wir schon längst geknackt. Was gibt's hier? Platziere insgesamt 100 Plättchen. Ich würde sagen, das gehen wir noch an. Und dann war das nach dieser Erfüllung der Mission tatsächlich... Mit dem Einblick auf Dorfromantik. Dann lasse ich euch die Möglichkeit, das auch mal selbst zu spielen, falls ihr es euch holen möchtet. Ich empfehle es auf jeden Fall. Aber kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Was machen wir denn jetzt mit dem Getreidefeld hier? Könnten das hier bauen? Optional, dass unsere Stadt dann weitergeht. Oder wir geben dem armen, einsamen Mann hier hinten noch ein paar Nachbarn. Ich glaube, wir geben ihnen ein paar Nachbarn. Vielleicht hat sie mir auch gefallen, alleine dort zu leben. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Nein, nein, wir wollen die Stadt nicht abschließen. Diese Getreidefelder. Was soll die Menschheit mit so viel Getreide? Macht tatsächlich hier am meisten Sinn, glaube ich. Ja. Nein. Lerne aus deinen Fehlern, du gehst nicht dahin. Wo würde das denn jetzt passen? Wald? Hier könnte es passen. Drei Wald... Nee, zwei. So rum. Oh, oh. Ich sehe auch gerade, uns gehen langsam die Plättchen aus. Mission abschließen. Nein. Keine Mission da hinten zum Abschließen. Ja, auch nicht. Höchstens den Wald fortführen. 20 fehlen uns dann noch, aber dann machen wir hier ziemlich dicht, vor allem weil der Fluss noch da ist. Nee, das machen wir mal nicht. Machen wir es doch mal hier hin. Der erste Gedanke ist meist der richtige. So. Wenn man vom Teufel spricht. Nein. Geh da weg. Wir wollen das nicht abschließen. Großen Acker für die kleine Gemeinde hier. Aber wir machen für das einzelne Häuschen da hinten ein größeres Feld. Kann ja noch ausgebaut werden. Dann wird es ein richtig großes Dorf. Wenn wir hier hinbauen, haben wir unseren Wald noch in die Richtung erweitert. Dann haben wir mehr Optionen statt hier. Hier ist ja noch unser großes Problem. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Das wäre natürlich interessant. Dann kämen wir auch hier mal aus der Ecke raus. Machen wir das. Das machen wir. Das Angebot nehmen wir an. So. Jetzt wird
wird's interessant. Wenn wir hier dicht machen, fehlt uns noch eine Hütte. Allerdings ist der Wald dann hier zugemacht und wir sind dann wirklich auf dieses Stück hier hinten angewiesen. Könnte schwierig werden. Hier kämen wir auch mal aus der Ecke raus, was bei diesem Dorf ja momentan etwas schwieriger gestaltet ist. Zwei verlockende Angebote und wir haben leider nur eins wahrnehmen können. Zu allen Seiten, naja, nicht ganz, der Wald ist leider falsch. Dann gucken wir mal noch weiter. Hier wäre es zu allen Seiten richtig. Und hier auch. Von hier hin. Dort und Getreide. Haben wir einmal hier. Hier, nein, 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 nein. Wir bleiben hier. Das Getreidestück da hinten gefällt mir nicht so wirklich. Und hier auch nicht. Dann machen wir hier mal zu. Wald und Getreide. Da haben wir mal wieder unser geliebtes Waldwiesengetreidestück. Dann kämen wir ja auch mal hier aus der Ecke raus. Oder wir machen hier endlich mal dicht. Auch wenn das immer noch keinen Sinn macht hier. Aber wir haben uns da ein bisschen zugebaut. Vielleicht sollten wir das tatsächlich in Anspruch nehmen. Ah, hier hätten wir dann eine Stadtmission fertig. Allerdings auch unseren Wald ziemlich abgeschnitten. Aber anders wüsste ich nicht, wie wir mal die Stadtmission hier fertig kriegen. Ich würde sagen, wir machen hier dicht. Ein Biom freigeschaltet. Lavendel. Einsammeln. Es gibt also auch unterschiedliche Biome. Ich meine tatsächlich, das gab es auch schon in der Demo. Ich bin gerade nicht so sicher. Da hatte man dann nämlich, ich glaube auch Lavendel und noch ein anderes Biom. Oder gab es nur eins in der Demo? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Schon ein bisschen her, dass ich die Demo gespielt habe. Seit das hier raus ist. Ja, ich glaube, es gibt drei oder vier verschiedene Biome, also wird es auch langfristig noch sehr interessant. Und nein, das Getreidefeld ist genau falsch rum. Fluch! Fluch! Wie gemein! Hier könnten wir einen Bogen schlagen und irgendwo hier lang einen Bahnhof langführen. Oder wir setzen hier hin. Ich glaube, wir setzen lieber hier hin. Oder? Doch, lieber hier? Hier hin. So. Ich hatte ja gesagt, mit Landschaftsbauer 1 beenden wir das Ganze. Ich hoffe, euch hat der erste Eindruck von Dorfromantik gefallen. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr die Entwickler unterstützt und es euch vielleicht auch holt und dann fleißig weiterspielt. Mal gucken, wer den höchsten Highscore schafft oder wer die größte Landschaftsfläche gebaut hat. Das wäre bestimmt auch mal interessant. Hier kann man ja einiges an internen Wettbewerb gestalten. Es ist ja natürlich ein Singleplayer-Spiel, kein Multiplayer-Spiel. Ich glaube, auch Multiplayer ist zukünftig nicht vorgesehen. Aber man kann ja für sich privat, in der Familie intern, das Spiel einfach spielen und sich untereinander herausfordern. Da könnt ihr gerne mal schauen oder einfach nur ganz friedlich und ganz entspannt für sich hinbauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann ein andermal. Bis dahin!